Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder React-Zeit und wenn alles normal läuft, sollte dieser React auch funktionieren. Nicht so wie der wie vor 2 Wochen, der einfach aus mehreren Gründen nicht funktioniert hat. Nochmal dicke Sorry an der Stelle. Auch wenn ich eigentlich nichts dafür kann. Es war trotzdem super ärgerlich, dass der React letztes Mal aber nicht funktioniert hat. Einerseits haben die YouTube-Server gegen Ende gestreikt und auf der anderen Seite hat mir ein OBS-Studio-Update, also die Software, mit der ich streame, ja, auch alles versaut, aber sei's drum. Ich bin am Start, nicht alleine. Der Esel nennt sich zuerst, fällt mir gerade auf, ist egal. Der Andi ist auch am Start. Grüß dich. Hallo, ich bin Esel Nummer 2. Yo. Ja, Esel ist auch ein guter Stichpunkt oder Stichwort, denn es gibt ja jetzt Maultiere als Tiere in Horizon 5. Von dem her ist es ja eigentlich perfekt. Ja, also Esel gibt's genug. Ja, moin, moin, willkommen, willkommen. Letzter Let's Go Stream, zumindest mal letzter Let's Go Stream vor dem Spiel. Also es wird kein Let's Go Stream vorher mehr geben. Ob sie das dann fortführen werden, weiß man nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie weiterhin monatlich irgendwie oder wöchentlich vielleicht nicht, aber monatlich vielleicht so extra, wie sie es am Anfang von Horizon 4 gemacht haben. Neben dem Forza Monthly halt. Ne? Der Forza Monthly ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja. Sind das Esel oder Maultiere in Forza? Das ist doch dasselbe. Esel und Maultier ist doch, also ich glaube, Esel zählt zur Gattung der Maultiere. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich bin kein Zoologe, um das jetzt genau. Aber so war das für mich immer. Maultiere ist der Überbegriff und Esel ist eine Gattung davon. War Maultier nicht eine Kreuzung quasi zwischen Pferd und Esel? Boah, ich will es jetzt nicht verneinen. Also ich glaube nicht, aber es kann sein. Esel gleich Esel, Maultier gleich Esel plus Pferd. Okay, da hast du wahrscheinlich recht. Ah. Okay. Maultier ist eine Kreuzung, okay. Gut, für mich sind es Esel. Punkt. Oder Maultier, je nachdem, wie ich lustig bin. Maultier und Mullis sind Kreuzungen. Okay. Dann habe ich wieder was gelernt. Ja, Andi ist ja eh ein Ökologe, aber das ist jetzt ein Insider. Das ja. Führen wir hier mal nicht weiter aus. Spontan letzte Woche zum Ökologen geworden. Ja, ganz spontan. Ja, du hast halt die Bäume so lieb. Ja, da kann man ja auch mal zum Ökologe werden. So, Mavix, grüß dich, willkommen, willkommen. Ja, alles super, ich hoffe, bei dir geht's auch gut. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder irgendwann was starten, auf jeden Fall. Wobei es zur Zeit bei mir ein bisschen wenig Zeit ist, aber kriegen wir schon bestimmt irgendwie hin. So, aktuell läuft noch der Forza Monthly, da gucken wir jetzt nicht rein, aber der dürfte jetzt eigentlich gleich zu Ende sein. Und dann gehen wir auch direkt rein in den Live-React zu dem letzten Let's Go Stream. Es geht heute hauptsächlich um den Soundtrack, um die Musik. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit wir da wirklich drauf reacten können. Zu großen Teilen habe ich die tatsächlich in der Preview schon mir mal angehört. Aber ja, kann ich nicht viel groß dazu sagen. Ich habe Forza Horizon die letzten Jahre eigentlich nie wirklich mit Musik gespielt. Aus Gründen. Und ich denke, am Ende des Tages wird es fantastisch sein. Forza Monthly ist zu Ende, dann denke ich mal, wird der andere auch gleich starten. Pinky, ja. Danke dir. Kann ich schon was zum Thema Lenkrad sagen? Nope. Ich wollte Lenkrad testen, das kann ich mal kurz ausführen. Das werde ich aber auch nochmal in meinem finalen Fazit zur Preview sagen. Ich wollte unbedingt Lenkrad testen, das habe ich mir auch schon fest so auf die To-Do-Liste geschrieben, allerdings so als letzter Punkt. Und dann ging dann doch der Sonntag, das war der letzte Tag der Preview, doch schneller zu Ende, als dass ich dann nicht mehr dazu kam, das Lenkrad anzuschließen. Das Problem ist, die Preview hat auf der Xbox stattgefunden und mein Lenkrad habe ich halt null für die Xbox eingerichtet. Das heißt, hätte ich erstmal einrichten müssen und viele Sachen einstellen müssen. Und ja, am Ende des Tages war mir das dann zu viel und dann dachte ich, nee, okay, gut, dann warten wir auf die finale Version des Spiels ab und da kann ich ja das dann auch direkt am PC testen. Da muss ich auch nichts groß umstellen. Da kann ich auch ein entsprechendes Lenkrad verwenden, weil ich hätte meinen Formel 1 Aufsatz verwenden müssen. Und ich glaube, mit dem Formula Wheel jetzt unbedingt in Forza rumzufahren, ist, glaube ich, auch nicht so der geilste Eindruck. Dann nehme ich doch lieber meinen Rundaufsatz, sage ich jetzt mal. Und deswegen wird der Lenkradtest tatsächlich ausfallen. Oder beziehungsweise erst im finalen Spiel sein. In der Preview habe ich es nicht getestet. Wollte, aber ich kam nicht dazu. Ich kann dir sagen, selbst Euro Truck Simulator spielt sich gut mit dem Formel-1-Aufsatz. Ja, ich will es. Wieso kann ich jetzt? Ich gehe hier auf jetzt schauen und ich kann es trotzdem nicht. Ach Gott, ich hasse das manchmal, ne? Bei Twitch, wenn da so ein Stream zu Stream kommt. Du da nicht einfach switchen kannst. Läuft ja auch noch ein kleiner Stream. Doch, gerade eben hieß es, dass er gestartet ist, der Let's Go Stream, aber jetzt ist er wieder aus. Wow. Deswegen kann ich öffnen.
Ah. Warten wir nochmal. Sorry, da ist nochmal Frage, wann ist das Gewinnspiel nochmal zu Ende? Die erste Woche ging gestern Nacht zu Ende, die zweite Woche ist heute gestartet. Und wie angedacht, ist die heute auf Twitter gestartet. Und die geht jetzt wieder eine Woche und dann startet die nächste Woche am nächsten Montag. Zu Motorsport 8 weiß ich nur so viel wie jeder andere auch, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dass es immer noch eine Entwicklung ist und wann es kommt, weiß man nicht, weil es noch kein Release-Datum gibt. Ja, ich benutze Fanatec, ja. Was würdest du Brabus oder Novitec sagen? Brabus ist zu Teilen schon drin, was man in Horizon 4 ja gesehen hat mit der neueren E-Klasse. Und Novitec würde ich auf jeden Fall genauso feiern. Ja, das ist auch eine der wenigen Tuning-Firmen, die mich auch ab und zu mal begeistern. Jetzt nicht live, ne? Also müssen wir auf Twitch nicht. Ich wollte eigentlich noch Dinge. Warum habe ich das geschlossen? Also ihr seht das jetzt nicht. Ihr seht gleich Bild, sobald es losgeht. Wir sind auf YouTube aber auch noch nicht. Ja, ja, nee, alles klar. Ja, ist sogar, können wir ja noch ein bisschen Pre-Talk machen. Ja. Ah, und jetzt geht's los. Ja, perfekt. Oh, ja. Also zumindest geht's jetzt los, dass es gleich losgeht. Ja, ja, ja. Aber dann kann ich das Bild hier schon mal switchen. Ups, machen wir noch Vollbild. The show will begin. Warte mal, ist das die maximale Qualität? Ne, hier. So. Sehr gut. So, das ist noch Countdown läuft. Sehr gut. Ich mache derzeit mal kurz das Fenster. Mentory wäre auch noch cool. Ja, ja. Bei Mansori spricht man es ja. Man spricht es ja wirklich so aus, wie es steht. Mansori, ja, hat auf jeden Fall auch geile Kits, zum Teil aber auch ein bisschen übertrieben tatsächlich. Ja, heute geht es wie gesagt um den Soundtrack, mal gucken und halt weitere Fragen. Andi und ich haben auch schon gesagt, beziehungsweise ich habe Andi gesagt und Andi hat mir nicht widersprochen, dass wir heute wahrscheinlich die Goldstatusmeldung bekommen werden. Und also das bedeutet, dass das Spiel fertig entwickelt ist. Muss jetzt eigentlich langsam mal passieren. Wäre nicht schlecht, ja. Und wenn Goldstatus ist, heißt meistens auch, dass dann die Vorbestellung für eine Retail-Version dann auch endlich funktionieren sollte. Weil die gibt es ja bis jetzt noch nicht. Tatsächlich. Ja. Und dann wird es auch noch irgendein kleines Decker, die hast du als Information geben, nochmal. War bisher immer so. Ray im Forza-Shirt, ja. Die letzten Male immer. Nur man sieht es halt nicht, weil das immer so bis hierhin ausgeschnitten ist. Das Logo beginnt erst ab hier. So. T-Shirt kann man bestellen im offiziellen Microsoft-Shop, glaube ich. Ja. Ich meine, ich habe es über Microsoft bestellt, ja. Ich habe das gleich auch nochmal in weiß. Ja, ich habe auch schwarz-weiß. Ich hoffe noch, dass die eben diese mexikanischen Designs, die sie da gemacht haben, dass sie das noch wirklich auf ein T-Shirt bringen, würde ich echt feiern. Ja, die könnten halt so viel machen mit Merch, aber sind wir es da bisher wenig gemacht bisher. Ja, AK, ich weiß. Aber es ist ja trotzdem, bedeutet das halt schon mal, sie sind halt mal fertig, so. JP sollte Tuning für Autos in Forza machen. Das musst du mir jetzt mal erklären. Soll er Tunings für Forza machen? Also ich glaube, das, was JP geil macht und so weiter, das bringt ja in Forza nichts. Also die Art von Tuning kannst du ja gar nicht in Forza machen, also... So, es geht los, glaube ich. To Forza Horizon 5, let's go. The Horizon Festival makes its way to Mexico in, can you believe it, just 3 weeks' time. And over the past few months, we've previewed so many amazing aspects of the experience so far in previous episodes, from new cars all the way to new audio. Speaking of which, what does every festival need? Let's have a look on the schedule. How good, Nip. Music, that's right. Of course, today we are announcing the day one music lineup and radio stations throughout the show. We're also going to be demoing the updated streamer mode while exploring some new areas of the map. I know some streamers in chat will be a fan of that. After that, we're going to check out some new races and weather events. And lastly, we'll finish up with a look at a new showcase event. Now, everyone knows Playground has a history of one-upping themselves there. And believe me, this one is pretty big. Ja, aber ich versuche so zwischendrin, so, euch das auch gang, zu übersetzen. Let's welcome our guests. Hello to everyone in the room. We Alter, have als ob die so geile Series S-Konsolen haben.
Hey Charlie, ich great to be here as always. Hello, hey Charlie. Das sind die Design. And hello, yeah, it's great to be back. So, so excited. Ja, die sind mit diesen mexikanischen Dingern da designed. Das, was ich meine, was ich auf dem T-Shirt it's so haben will. Exciting. And it's, ah. I mean, it must be ridiculous at this point, but we're 3 weeks away. How does that feel? I cannot imagine the energy in that room right now. It's 3 weeks. It is amazing, isn't it? It is pretty incredible. So exciting, really, to see people get their hands on it. Obviously, we had previews the last week, so some of the world's press got to play the game. They told us mm-hmm. it was pretty good. So yeah, we're just excited now, I think, for the rest of the world to get their hands on it in. Yeah, 3 weeks, which is pretty hard to believe. Yeah, I think That's we've shown off wild. Far more than we've ever shown off before. And that means the reaction we're getting back is incredible. Like, I don't think we've had that feedback. Yeah. Ever on a Horizon game, so it really does help energize us as a team. And the best thing is, we've shown all that, and there is so much more. Atombomber missing the last stream. So many things, so many secrets we've managed to keep. Yeah, really, really can't wait. It's going to be brilliant. Now, Alex, I du musst es ja nicht schauen. There seems to be six other cast interessant. Members in the room die, die möchten, today. Those für die, die nicht möchten. Series S's. Keiner ist böse, wenn du nicht schaust. Otherwise, I'm not going to be able to concentrate. What's going on? Ich will. Yeah, so we have talked a few times on previous streams and indeed on the Forza Monthly about the amazing work that we've been able to have in the game from these mural artists that we contacted from across Mexico. We asked them if they wouldn't mind producing some beautiful artwork for us. We've seen that in the game as we've been driving around. We actually showed it in the E3 reveal mm-hmm. of the game. And we've had some of that adorned across these lovely Xbox Series S consoles. One of these is going to be given as a gift to each of those mural artists. They will get to keep that for themselves as a memento of their work on the project. And don't they just look beautiful? They're gorgeous. Absolutely stunning. They're so vibrant as well. I feel like I'm going to like see if I can find each of the murals and map them to the console and just mourn for what retail I don't have. Disc. But the fact they exist is digital wonderful. They're retail. So, so nice. Digital is zum Unterladen. Retail is das, was wir in den Händen haben. Shall we dig into the soundtrack, which is what we are all gathered here today. I'm super excited for this, by the way. So before we announce the first station and we crack on with all the artists, I want to talk a little bit about how the soundtrack is created. And Fraser, I'm going to come to you to this one. I want to know your process for actually picking the songs for all of the stations. Kingeling, King Dingeling. Kind of ja, alles was relevant ist, versuche ich da schnell zu übersetzen. Alles andere lasse ich sie einfach mal sprechen. It is a process that takes us a long time because we kind of need to let Mike, myself and Dave get together on a weekly basis, sometimes more, and chat about all the music that's getting released, like the charts, the top 40. Also looking at the artists that are sort of coming up, who are maybe... Systemanforderung like, ist schon gestiegen, auf jeden Fall. Sort of not as well Hobbs, we ich glaube diesmal nicht, glaube ich. Yeah, yeah. Weil ich mir schon gedacht habe, was will ich da groß jetzt dazu erzählen? Aber jetzt gucken wir mal an. Also ich glaube nicht, dass ich ein Infovideo nochmal mache. Zumindest mal nicht in der Art. We're looking at not just the headliners, but also like all those other little small acts, trying to pick out like who's going to be like the big artist in 2 years time, 3 years time. Mm-hmm. We didn't really have that this time, and I think I think we decided that, you know, this was our opportunity, that the Horizon Festival in Forza Horizon 5 was going to be the biggest music festival that was going to hit this year, which is kind of cool. So yeah, we've all got very different types of music taste. I think my taste is more from anderer Benutzer, er hat gerade angefangen. Mike, you love a bit of also kurz für die, die es nicht verstehen, die erzählen jetzt halt gerade, wie sie jetzt ihre Vorbereitung, ihre Entscheidung getroffen haben, diverse Musik oder den Soundtrack zu bestimmen und so weiter und so fort. Also, wie viele Preview-Videos habe ich eigentlich noch für euch? Gute Frage, ich habe es nicht gezählt. Es sind aber auf jeden Fall in der Summe über 25. Also es sind noch ein paar. Genug. Ja, bekommen wir jetzt auf jeden Fall bis Freitag oder bis einschließlich Freitag zwei Folgen pro Tag. Also wie heute sind es ja auch zwei Folgen gewesen. Also morgen zwei Folgen, am Mittwoch zwei Folgen, Donnerstag zwei Folgen, Freitag zwei Folgen und am Samstag, Sonntag gucken wir mal. Und ja. Something we also do as well is we like to look. Ich glaube, es sind 27 in der Summe, glaube ich. Aber also 25 auf jeden Fall. Music has a really strong sort of grappling emotions. It can put you into a kind of emotion before you even start driving, with the time of day, with the music that's playing with the car. And so whenever we're listening to tracks that come through, especially from Carla Meyer, we're just thinking, okay,
Where can I see myself? Race leicht überarbeitet. Nee, mittlerweile geht's wieder. Ich habe eigentlich jetzt die letzte Woche echt ein bisschen chilliger gemacht. Also alles gut. Current soundtrack as it's working. Sort of nee, es wird keine Demo geben. Spiel kommt ja eh bald raus. Also, das ist jetzt, ja. Best sounding soundtracks, in my opinion, that we've ever had because of that sort of element. Like klar, da brauche ich kein Video machen. Entweder die Standard-Edition oder die Premium. Oder den Xbox Game Pass plus Premium Upgrade. Auf jeden Fall nicht die Deluxe-Version. Die Deluxe-Version ist Preis-Leistung einfach blöd. You're also thinking about, what do I want to smash 20 pinatas to, which, you know, and that does really change what we choose. And that is genuinely a conversation we've had. Like, can I smash pinatas to this song? Yes, put it in. Amazing. And I'm guessing it goes without saying that the location of Mexico influenced the music you picked, like, exponentially, right? Yeah, absolutely. Right from the start, I mean, when we chose Mexico as a location, it was Dave actually who did an investigation into Mexican music. Nee, die Preview, die ich ein paar Mal erwähnt habe, ist Montagmorgen, 8 Uhr, glaube ich. Also noch Stunden bevor das erste Video kam, zu Ende gegangen. Also nicht diesen Montag, heute, sondern letzte Woche. Sprich, als das erste 90-Minuten-Video kam, war die Preview schon längst beendet. Sprich, alles ist vorproduziert. Ich habe es aber auch mehrfach gesagt, dass ich keine Wünsche oder irgendwas eingehen kann, weil sobald diese Videos erscheinen, ich schon nicht mehr spielen kann. Es war eine ganz kurze, zeitexklusive Review-Geschichte. Update. Is there actually a Mexican music station? Was meinst du mit Einstellung verwenden oder zeigen? So there used to be. When we first started out, we were we kind of had that in our plans that we would make a station that we just entirely dedicated to Mexican music. Chris, ich werde sie einfach relativ leise machen. Und wir werden aber drüber labern, against doing that because in Mexico, when you turn on the radio, it's not a you wouldn't listen to a station that was just all genres of music, only Mexican music all day long. In Mexico, they would have a pop music station that would play some Mexican pop music. Gabriel, ich denke mal, irgendeine Expansion wird auf jeden Fall wieder in einem Schneegebiet oder sowas spielen. Muss einfach, weil das haben wir jetzt relativ wenig und das werden sie nicht einfach weglassen in dem Teil. Rather than going with a dedicated Mexican station to rather make sure that all of our stations have a selection of Mexican and Mexican-inspired music. Also er sagt jetzt halt gerade, dass alle Musikstationen, es gibt ja mehrere Musiksender in Horizon, gab es ja schon immer. Man sieht da hinten schon XS, Bass Arena, man sieht auch so die Künstler hinten schon im Hintergrund. Oder sind das die Titel? Das können auch die Titel sein. Gerade Deadmau5 hat man zum Beispiel gesehen. Deadmau5 hat mehrere Songs, habe ich auch in der Preview schon gemerkt, was sehr cool ist, wenn man die Musik halt mag. Aber jeder Musiksender wird mexikanischen Einfluss haben, also nicht nur mexikanische Musik, aber halt Einfluss haben. Das heißt, es gibt jetzt nicht so diesen einen Sender, der nur mexikanisch ist und alle anderen sind komplett davon losgelöst und überall ist dieser mexikanische Hauch mit drin. Das wurde gerade gesagt. Man sieht es auch nochmal im Hintergrund, also es gibt weiterhin Pulse, es gibt XS, es gibt Bass Arena, es gibt Hospital Records, es gibt Love it. Es gibt den klassischen Sender, der ist aber neu. Der ist jetzt Mexican, weiß ich, wie der heißt. There's going to be a few we reveal, so let's dig into the first one, shall we? So, und sie fangen jetzt mit Pulse an, denke ich mal. Es war klar, da sieht man auch Dua Lipa. Das ist halt Pop. Horizon Pulse, it's coming back. Amy Simpson is the DJ. Ich kenne die alle nicht. When we approach these stations, we like to, like, ja gut, Dua Lipa ist jetzt, glaube ich, fast schon das Einzige, was mir spontan war, sagt, ich höre keinen Pop eigentlich. Deswegen. Aber ja, Pulse war schon immer der Popsender, der natürlich auch so leichte, ich meine, Pop ist halt eh Mix, ne? Pop ist halt immer, Popkultur heißt halt auch, da ist halt auch Elektro, da ist auch leicht R&B und so weiter, auch immer leicht mit drin. Wie es diesmal ist, muss man mal gucken. Ich habe tatsächlich in der Preview, wenn ich Musik angemacht habe, eigentlich immer Bass Arena reingemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wie sie auch gerade gesagt haben, die bekannten DJs sind wieder zurück. Also Amy Simpson ist ja die DJ bzw. die Moderatorin von Pop Pulse schon, glaube ich, seit immer. Oder schon seit lange ist sie auf jeden Fall wieder, genauso wie bei Bass Arena wieder Scott Tyler ist. So wie kann ich auch schon mal sagen. Ja, that track by Centauri is one of my favorites as well, El Punto Final. Aber ich glaube, die spielen das heute auch nicht vor, weil die genauso wegen Copyright es nicht dürfen. So blöd es klingt. Was hätten sie das schon längst gemacht? Nexus, man konnte
mit Ausnahme von Horizon 3 noch nie seine eigene Musik in ein Horizon-Spiel einfügen. Und in Horizon 3 übrigens auch nicht immer. Im schlimmsten Fall spielt ihr es halt im Hintergrund ab. Ne? Also im schlimmsten Fall legst du halt deine Playlist im Hintergrund und spielst sie ab. Klar ist da nicht so integriert ins Spiel, aber ja. Was man vielleicht sagen kann, das sagen sie auch gleich nochmal, wenn der Streamer-Modus kommt. Du kannst jetzt diesmal wirklich die DJs separat an- ausschalten. Das heißt, du hörst trotzdem, was die DJs sagen, aber du hörst halt keine Musik. Das kann man tatsächlich diesmal auch machen. Ah, cool. Ja. Hat man auch in der Preview in diesem 90-Minuten-Ding bei mir auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Und halt im Streamer-Modus ist halt, halt auch diesmal soll, also halt sagen wir mal zu 95% die Musik halt auch wirklich copyright-frei bleiben. Also die haben halt mit den Künstlern noch klar gesprochen, aber naja, ist halt immer ein Risiko. Ich werde halt Musik wahrscheinlich wieder... Wenn wirklich, wahrscheinlich für die ersten Folgen lasse ich sie drin, weil die ersten Folgen leben ein bisschen durch Musik. Aber dann später werde ich die, glaube ich, komplett wieder rausnehmen bei mir. Ding ist auch krass, die Titelmusik oder die immer wenn du das Spiel startest, läuft ja ein Titelsong, sag ich jetzt mal. Das ist selbst komponiert, ne? Ich habe nämlich hier Sam Dingsbums laufen lassen. Die ganze Zeit, er hat es nicht gefunden. And, also es muss selbst komponiert sein. Absolutely thrilled with this tracklist. I think it's the best Block Party. Well, it is the best Block Party tracklist. Das ist das, was right at the top there, Beastie Boys, Run DMC. Bei dem Video habe ich es verwendet. Ah ja, bei der Carlist läuft es im Hintergrund, da habe ich es laufen lassen. Absolute banger, you can't move for hearing that right now on the radio. Oh, so good. Ja, Block Party ist ja mehr Hip-Hop. Yeah, I think so Bombay Stereo as Black well. Music und so weiter. There's a song we've got called Kennt man da was? Lil Nas X kennt man. Sagen ja auch alle nix. Run DMC, ja, sagt auch was. When we talk about what can you smash pinatas to, that is the song. It's, yeah, we've got Horizon Story. Mexican Institute of Sound. Die könnten was mit Mexiko zu tun haben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, schwierig. Halte ich für relativ weit hergeholt. Dein Tipp mit dem FH2-Intro sensationell. Ja, absolut, ey. Das ist einfach das beste Intro immer noch. Oder was sagst du? Auch bestes Horizon-Intro? Definitiv. Ja. Ohne Frage. Ja, weil ich habe ja das Video mit Murakami, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe ja die ersten... Erst eine Minute das Intro von Horizon 2 nochmal eingesprochen. Ich dachte, komm, wenn ich schon gelber Hurrikan, rein da. Those tracks really kind of channel that old school hip hop vibe. The Demon track as well, that's really cool, Turn the World Around. I don't think that's released yet, is it? Nö, die haben eigentlich immer gute Künstler und so weiter. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe halt wirklich aktiv Musik nur in Horizon 1 gehört. Das war aber auch der Teil, den ich nicht Let's Played habe auf dem Kanal. Und die anderen Teile habe ich halt alle Let's Played und dementsprechend halt die Musik meistens ausgelassen und dementsprechend habe ich überhaupt keine Bindung zur Musik in Horizon. Ne? So, Hospital Records kennen wir ja auch, weiterhin dabei. Da sagt mir auf den ersten Blick nichts was. Ich habe null aktuell, die ich kenne. Aber ich bin ja auch musikalisch wie ein Stein. AK, die Preview war exklusiv auf der Series S oder X. Ich habe es auf der X gespielt. Ich habe auch keine S. Also. Doch die wir verlosen aktuell. Aber die gehören nicht mir. Also die verlosen wir ja. Da auch nochmal der Hinweis, 200k Abo-Special. Wir haben Gewinnspielwochen. Die erste Woche ist vorbei. Die zweite hat heute gestartet auf Twitter. Tragt euch ein auf unserem Twitter-Account. Nur mal so eine kleine Werbung. Es gibt wieder eine PS5 und wieder eine Series S zu gewinnen, plus 3 Monate. Oder beziehungsweise separat davon nochmal 3 Monate Game Pass oder 3 Monate PS Plus. Plus Now. Also kostet euch nichts, nur eintragen und let's go. As a standalone album, so as a world exclusive reveal. I think if you check out the Hospital Records Twitter, probably about now, they're probably scrambling to tweet out and confirm that is true. But it is like super exciting. Hospital war doch ein echter Radiosender, ne? Ja, Hospital ist ein echter Radiosender, genau, das ist ja das Coole. Der ist, glaube ich, mit Horizon 3, oder? Ist er zum ersten Mal reingekommen? Ich glaube auch, ja. We did one for Horizon 4. And none of us got a copy. I think you ended up buying one off of eBay. Meine Version, ja, meine Version. I did. I had to buy the test. Cringe. I bought the test print from eBay, which didn't come with the proper sleeve, but like did have the correct. Mr. Records, JJ, so. Nee. Which is probably actually better than the original. Yeah, exactly. But I did have to pay quite a lot for it. So. Genau, die Gewinner sind schon angeschrieben worden, aber es haben sich noch nicht alle gemeldet. For a hospital station, we got Chris Goss. Weil die Gewinner der Konsolen haben sich gemeldet, glaube ich.
the DJs, who's kind of like the voice mm-hmm. of Hostel Records. And what I love about Chris Goss and Deg, so Chris has been in every single game since Horizon 2. And so Deg, there's kind of this narrative where he's kind of teaching Deg how everything works around Horizon, and there's a really fun dynamic around that. And it's a really fun have a way. What's all this? It's heisen because they're in the booth at the same time. They can really like banter off each other. Eins Käse steht alles in der Livestream-Beschreibung. Einfach die Pixelhelden. I love the line where Chris Goss is explaining to Deg what a skill song is. Etwa zwei war sogar das erste mit Hospital. Ah, okay, danke mal. Something really cool about Hostel. Auf jeden Fall nicht Horizon 1. Enable our streamer modes, which yeah, cool. I think we'll talk about a bit. But all of these tracks will feature within our streamer modes, and it's part of the amazing relationship that we have with Hostel Records that we've put this album together that helps us get there. We've also partnered with a lot of artists to do original compositions, which will also feature on Hostel Records alongside all of these tracks. So we've worked with Metric on a track called Route 174, which you will have heard in the first 10 minutes of the game in part 4. Ah, brilliant. Who else have we worked with? Urban Dawn. He's our best friend. Das ist nämlich die erste, das, was er gesagt hat, die ersten 10 Minuten Musik, das ist nämlich alles Musik, die eigentlich kein Problem mit Copyright geben sollte. Deswegen kannst du ruhig am Anfang die Musik drin lassen. Nice. Da war in Horizon 4 nicht so. Nee, eben. Auch das Intro schon, wie schon gesagt, dieses mexikanische ist das selbst kombiniert, 100%. Weil, wie gesagt, du findest es nirgends. Ich habe gesucht und Ding findet es normalerweise sofort, wenn du nach Songsuche gehst. Der hat mir so eine Scheiße gefunden die ganze Zeit. This works perfect. Like this is great, clicked. You know. Yeah. And it just clicked really well. And he's also written music for one of the expeditions as well. With the, brilliant. Horizon Rush. Fips, sehr gerne. Yeah. Very good. Now, I've got to ask before we do move on to the streamer mode. I kind of want to know what the process is like to work with all the different artists. You say Hospital, they got tracks that are unreleased yet. You've got Industry Baby that is out. Like, what's it like approaching these artists and essentially saying to them, we've got a really cool game where you drive around Mexico. Do you want to be in our radio? Surely it's a better route. Hat mir eine Preview am besten gefallen. How do you go about doing it? I think that's where Kyle and come into their own. Klingt jetzt natürlich wieder sehr typisch Ray, tatsächlich der GT2 RS. Folge dazu, eine extra Folge dazu, kommt nochmal und dann versteht ihr auch warum. Kyle has been working with Hostel Records for a very, very dachte, long die Corvette. A great relationship with them. Nee, die Corvette. Im getunten Zustand. In dem pre-getunten Zustand mit diesem null Front-Aero, maximal Heck-Aero. Ja. Geilstes Tuning ever. Also wer es heute nicht gesehen hat, schaut euch unbedingt die ersten, keine Ahnung, 10 Minuten der heutigen Corvette-Folge an. Wichtiger Tipp für alle, die spielen. Ich sag's nochmal, setzt diese Tunings zurück. Vor allem in der Folge habe ich sie dann noch Serie gefahren. Die fährt sich in der Serie halt besser, tausendmal besser als diese getunte. Oder denkst du, what the fuck? Also, das ist mal das klassische Beispiel von verschlimmbessertes Tuning. Wonderful. Brilliant. Well, we are going to be showing off more radio stations throughout the show, so please stay tuned. Don't go anywhere. But like I said, we're going to move over now to streamer mode, which I know is hugely important to myself and a bunch of other people I can see in chat as well. So let's have a chat about that for anyone who maybe doesn't know what streamer mode is and have a look at it in action. Amazing. Yes. So as you know, Horizon is just the perfect place. It's a festival that celebrates music and cars. And ich will da wieder zurück. Quite rightly so, music makes such a huge part of the emotional experience. Ich will da überhaupt mal hin. We really want people to play the game, especially streamers, to also have that experience as well. So we've kind of been working hard to source tracks and working on a feature called Streamer Mode. Yeah, it's very much. Da kommt eine Rampe hin. Sehr gut. Wie ich es vermutet habe, da ist nämlich ein Schild auf dem Flugzeug. Streaming is becoming such a massive part of games that you can't really ignore it. A lot of games do sort of give the functionality to completely turn off all copyrighted music if you're streaming. But you know, we did really feel like music is just part of the DNA of Horizon, and we want people to experience the festival the way that it was intended to be experienced. So we've worked with both Hospital Records and our original compositions, and there's a few other little tracks in there as well, which hopefully we're all featuring them on the streamer mode channel, which you can enable in the audio options. So if you go to the pause menu, settings, audio, you can turn on this, and
Thanks, Mike. Let's show it. Ja, das haben sie uns auch schon gesagt. Während der Preview hatten wir ja ein Interview. Da haben sie das auch schon mal gesagt, dass das Streamer Mode extrem überarbeitet wurde. Deswegen ist das jetzt auch nochmal ein extra Thema. Yeah, so we're featuring all of the tracks within Streamer Mode. And essentially that means that when you load up the game, even with the press start screen with that lovely music by Urban Dawn, if you go to the settings and turn on Streamer Mode and then play through the game from there, we're hoping that it will create a seamless experience for streamers to put their content up online or stream with Twitch as well. And obviously there's those pesky bots on YouTube that we can't really do much about, like glitching the Matrix and robots. Dass wir wirklich die Anfänger wirklich auch mit Musik erleben können, weil ich glaube, der Anfang lebt auch tatsächlich ein bisschen von der Musik. We're fairly Definitive. Certain that you should be able to stream with this. Yeah. And be absolutely fine. And that means that anybody who's ja, Matrix, stream, willkommen, willkommen. Ja, ich kann das voll verstehen, dass man sich nicht spoilern lassen will. Like und deswegen sage ich immer, wie Videos oder diese ganzen Infos sind ja völlig optional. Ich zwinge ja niemanden dazu, das zu gucken oder zu hören. Das ist ja nur für die Leute, die das interessiert. Mich interessiert sowas selber halt brennend im Vorfeld. Und ja, ich habe nie das Gefühl, ich bin gespoilert worden bei so einem Spiel, weil hier erzählt das eigene Erlebnis viel mehr. Think, also das selbst erlebt zu haben. It's something I've spoken to a lot of streamers about since the launch of Horizon 4. And one of the other things that people have been asking for loads is the ability to turn audio sliders all the way down. That was kind of a legacy thing that it didn't go all the way down for tech boring issues, but on this game we have allowed players kann man den Modus im Spiel nochmal wechseln? Ja, du haben sie gerade gezeigt, du kannst jederzeit Streamer-Modus an- oder ausschalten. Wenn du den aus hast, dann hast du die normalen Radiosender oder halt auch Radio aus, das ist natürlich immer die Option. Und dann gibt es den Streamer-Modus, da kannst du dann halt entweder diesen einen Radiosender, den Streamer-Radiosender haben oder halt auch keinen. Und du hast halt nochmal, was er gerade erklärt, du kannst jeden Audio-Slider anpassen, das heißt, du kannst die Musik auch auf Null machen, dann bist du nie in der Gefahr, dass irgendwie Musik irgendwo auftaucht. Genauso aber auch Reifen, Motor, auch die, wie haben sie das nochmal genannt? Also solche Pieftöne, was ein Turbolader oder ein Getriebe machen kann. Also diese, die haben bestimmten Namen, diese unterschwelligen Töne, die kannst du auch nochmal separat mit einem Slider machen. Wenn du sagst, hey, das habe ich gar nicht gern, dass da so eine Art Fieben bei den Autos mit dabei ist oder so. Nee, kannst du alles einstellen. As Aston Martin call it, this is their everyday car, apparently. This is ja, Dominik, genau, so in der Theorie. Hat allerdings in Horizon 3 nicht funktioniert. In Horizon 3 habe ich ein Copyright-Number, das einmal gemacht, ich habe ganz viele Copyright-Probleme bekommen. Deswegen, ich hoffe, dass es so ist, wie sie sagen. Die Extratöne ist völlig frei losgelöst davon. I assume you're shopping at Waitrose if you've got one of these cars. Yeah, have to be. Or someone else is shopping at Waitrose on your behalf, anyway. Right then, should we have a look at another station now, es ist fast everybody? Die kompletten Autoliste und fast die kompletten Bodykits. Also es kann schon sein, dass sich noch ein bisschen was ändert. 5, but you would say it's maybe a genau, das ist jetzt neu, das ist der Classic. Das ist jetzt der Classic-Sender, der neue. See, I see what you did there. Very, very punny. So this is Radio nicht Eterna. Mal die kenne ich. This is the classical station. Ja gut, da kenne ich auch niemand. Das ist jetzt halt sehr mexikanisch-klassisch halt, ne? Brand new host, Dolores Martin. Ja. And she is, wobei, der George Frederik Handel, ne? Klingt sehr deutsch. Ja, Gustav Holst, glaube ich, auch. Dennis, ich gehe mal stark davon aus, ja. Schoolmaster steht auch immer dabei, bis wann die Gewinnspiele gehen. Einfach lesen. Also, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, wenn man was gewinnen will, dann sollte man das auch hinkriegen, zu lesen, bis wann und wo und was. Dann bots are already crawling all over our YouTube. Ja, Julian, das musst du selbst erleben, aber ja, das Fahrverhalten ist anders als in Horizon 4. Definitiv. But yeah, we've got Juventino Rosas, Ricardo Castro. Also schon ähnlich, aber anders. And there's some really good classics on there. I also love the idea of Chopin headlining the Horizon Festival, just like coming out, pulling out his What's tails. What's Toby, ja, aber nicht so viel mehr. 1, 2, 3. Do you want to get lit? Yeah. Oh, it's going to be so good. I'm curious, though. How do you pick songs for a classic radio station? Is there like a modern, a postmodern aspect to it? Or is there just so many classical bangers that there's just enough to pull from? You would think that by,
The fifth generation of the game, we might have run out of big classical tunes to show off, but actually there's still tons of amazing pieces that we haven't shown off. Lukas wird kommen, ja, aber nicht direkt am Anfang, logischerweise. It sounds very posh here, but you know, I love the Chopin piece that we've got in Pathway, Offroad ist ganz anders, aber you sounded posh so for a moment. Besser. Yeah. Almost sounded posh then, so close. Whatever it's called, whatever. Whatever it's called. We've got Camille Saint-Saëns, which is Nexus, ja, habe ich gerade gesagt. Wird aber nicht direkt am Anfang kommen. Yes, solange müsst ihr noch mit dem Horizon 4 Tuning Guide vorlieb nehmen, der genauso noch funktioniert. That's all chat saying as they're talking about Jonathan Skillsong. Creek, so you really hit a demographic there for sure. Skillsong schaltet man übrigens, jetzt kommt Spoiler, mit dem ersten Haus. Also haben wir beide nichts davon, Andi. Ja, gut. Seien die funktionieren auch im Streamer-Modus. Das könnte natürlich sein. Should we, with that in mind, with Radio Eterna behind us, ja, it's Freezy, dann Augen auf. Das ist deine Challenge. What is the plan? Where are we going? We're already here at the Bahia de Plano circuit. You'll notice we are in one of the sandy regions of the map. And I am gonna quickly fiddle with some settings and make it a storm. What? Ooh, okay. Traffic on off. Okay, this is nice. It's hot, which allows me to go. Oops, wrong one. Look, comma, keyword. This is fascinating watching you work. Let's have a I look love at this. Look at the Anzahl der Driver-Cars, hast du gesehen? Yeah. Das ist nice. Also Teststrecke endlich ohne dumme Routen. Right, wahrscheinlich kann Treibertasse und Müll oder so setzen. Ja. Oh, and another new car. Let's take a look. Was? Den habe ich ja noch nie gesehen. Oh, da jetzt schon. Das würde mich jetzt interessieren. I'm merely just playing the game. so this, though, is, I will describe it before I start driving, is the Lotus Evija. It is nearly 2,000 brake horsepower. It has four motors, so it's all-wheel drive. That 2,000, around about 500 per wheel, so it's effectively like a charged-up Chevy Camaro, but at each wheel. It's a bit of a crazy car, so excuse my driving. I will do my best. I love that you picked the dust storm in one of the fastest cars in the game. Oh, as well. My goodness me. Reduced. I don't need to see the corners because I'm going to crash anyway. So, ich höre halt gar nichts. Ja, das Spiel ist super leise. Ja, das Auto ist halt eh nicht laut, es ist halt ein Elektroauto, ne? Ja. Clear blue skies. And then as soon as you put this dust on, it completely changes. Echt ein Fan vom Sandsturm. What seasons did you do, sorry, to get this effect? Or like, so you're, are you in the desert? Hot season. Yeah, so hot season, which unlocks the ability for me to set it to dust storm. We're in the desert at the moment, so that dust storm is contextual. You are allowed to do it in other places, like the jungle. Okay, my word, that's weird. Glaube ich zu leise. But, that's nice. Sandsturm im Dschungel, da sehe ich. So if you want a dust storm in the jungle, then you can go at action it, Jackson, it ja. Might look a bit weird. Auf jeden Fall. Die Texturen der Welt sind viel, viel höher aufgelöst. Allein das macht schon so viel aus. Des Weiteren ist die Beleuchtung nochmals realistischer. Ist schwierig zu beschreiben. Wenn du es siehst, dann merkst also wenn du... Ich meine, ich hatte ja die Preview und bin jetzt zu den Multiplayer-Folgen zum Beispiel wieder zurückgekehrt zu Horizon 4. Und ich habe halt instant gemerkt, okay, fuck, der Sprung ist doch krasser, als man denkt. Also Horizon 5 auf maximalen Settings ist schon nochmal ein krasser Sprung zu Horizon 5. It was discussed. I've seen the memes. Bit on the nose. Yeah, I've seen the memes. Ja, man hört es fast nicht raus, Diego. Die müssen mal in die Onboard gehen. Ich glaube, dann wird man es eher hören. Oh my god, a sandstorm. Finally, we did a sandstorm. Julian, hat es jemand getestet oder wie? Weil ich habe das nicht getestet, das war mir zu blöd. Ich bin eh kein Glitch-Fan. Und schade ist es definitiv nicht, dass der Glitch weg ist. Pun first, design. Pun first, and try and shoehorn some design in for that as well. Der Senderflügel wird, glaube ich, nicht einstellbar sein, weil er das auch in der Realität nicht ist. This looks like a really difficult sort of terrain weather situation. I was trying to read my notes a second ago and then just crashed into a wall. So I might have actually been able to start with winning if I hadn't done that. I remember when we were developing Sandstorms and you said to me... Den Elektrorasierer. Ja gut, ein Rasierer klingt ein bisschen anders als ein Elektroauto, ne? We were taking inspiration from
Interstellar. Steckt auch, glaube ich, leicht andere Technologie dahinter. Ja, wobei man mit dem natürlich auch rasieren kann. Ja, gut. That's alright. Reverse. Thanks, ja, immer schwierig zu sagen. Aber ja, kann schon sein. Very They've good, got four though. PR well points done. On me. Right then, we do have the big showcase Santiago event I mentioned at the top of the stream looming, but it's now time for, again, excuse the pun, a bit of a bass drop. Should we have a look at the bass arena lineup now? Very punny, yes. This Bam. Is Horizon Bass Arena. Bettmaus ist natürlich. Yeah, so Scott Tyler, our DJ, comes back. Drop he's da. Been in every single Horizon game. Yeah. Nee, die Preview, ich sag's nochmal, die Preview gab's nur auf der Xbox Series S und oder X. Und ich hab's halt auf der X, weil ich die X hier stehen habe, auf der X getestet. Deadmau5, St. John and Manbeck. Nexus Wild, heute nicht mehr, denke ich. We've got some really fun stuff in here. I'm going to say it again. I think it's the best base arena die Preview we've had lief. Horizon 4. I would agree. Vier Tage, ungefähr. Yeah, fünf Tage. Aber gespielt habe ich sie like, vier Tage. Hands down, there's so many like, thudding, amazing tracks in here. One of my personal favorites. Wenn aber jetzt mal einen Künstler, den ich kenne, aber den auch nur vom Namen her. Nile wie lange musst du Space warten? Arena, live at the Horizon Festival. Gar nicht. Ich habe eine geschenkt bekommen. Sogar noch bevor die, glaube ich, offiziell draußen war. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Who knows? Hatte die Series X, obwohl die noch gar nicht draußen war. Ich glaube, das war ein Geschenk von Xbox Deutschland, weil ich angeblich in ihren Augen guten Forza Horizon Content mache. Da würde ich sagen, haben sie recht. Song at the bottom, Riot, we've got a song called Jungle Fury, which is probably the most intense song I think we've ever had in a Horizon game. It's like super, super intense dubstep. And we've actually made, so Kelly, one of our designers, has made a Horizon story where you, I talk about the pun and the gameplay. This is actually the gameplay that came first. Where you drive ich bin da auch ein bisschen raus, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. In a tropical storm, and so we play this song, Jungle Fury, and it's like the best synergy of gameplay and song. It just feels really, really good. Pathway ist so, ja. Andy wäre schon klinisch tot nach dem ersten Radiosender. Ja, liegt auch daran, dass ich kein Alkohol trinke. Which is a really fun summer track, and it's great for sort of cruising down the coast with a sunset as well. So. Nee, ich bin nicht konzentriert, was soll ich noch sagen zum Radiosender? Ja, da können wir jetzt nicht drüber was sagen. Also Leute, da reactet selber drauf. Also da bin ich halt leider auch ein bisschen raus, was diese... Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich höre tatsächlich seit einigen Jahren kaum noch wirklich aktiv Musik oder verfolge irgendwelche Künstler. Ich bin da ziemlich oldschool geworden. Ich höre tatsächlich sehr viel Film und Musik und klassische Musik. Sehr viele Soundtracks tatsächlich nur noch. Deswegen bin ich völlig raus bei diversen Künstlern, die es gibt, tatsächlich. Fair enough. Ja, wobei ab und zu, wenn ich dann doch mal... Gamer show in the livestream description. It's one of the first links to the original stream. Wenn ich dann doch mal auf Versehen ins Radio höre, dann merke ich, dass es immer noch die gleichen Titel sind wie vor 10 Jahren. Ja, so ungefähr, das sind ja was gut. Danke fürs dabei sein. 300 km an hour in 8.9 seconds. Gecko, danke schön für 2 Euro im Super Chat und einem most cars don't get sweet seconds. René stand jetzt ja. I don't feel so bad. Aber keine Bestätigung, dass es so ist oder nicht. Wie viele Drag Races gibt's denn? Well, auf jeden Fall, die Scheunenfunde sind auch wieder gleich angezeigt. If there was an infinite track, it might. Right, here we are. We're on top of the volcano. It's winter, so it's snowy. Let's jump in. Achso, die wollen nochmal ein Showcase. Ah, jetzt kommt der Monster Truck. Alright, okay. Ah, so kriegt man den dann. Okay, da bin ich jetzt gespannt. I have no idea what to expect. Oh, right, okay. It's a reference to that popular fairy tale, Charlie. Okay, das ist geil. Ich bin gespannt, wie der sich fährt. That one that we all know of. Ich bin gespannt, ob der eine Monster Truck typische Allradlenkung hat oder nicht. Ich denke schon. Oder? Also wenn er das hat in echt. Ich weiß halt nicht, was der hat. Also Monster Trucks normal haben das, aber der das in echt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, oh my goodness. Das sieht auch nicht so richtig nach dem aus. Nee, warum hat man den? Achso, man fährt gegen den, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh, lame. Ich wollte jetzt sehen, wie sie den fahren. Ist auf der Back, ne? Ja, ich hoffe, man kann den dann auch freischalten. Ach so, dass man den gar nicht selber fahren darf, oder was? Das könnte halt auch sein. Oh, das wäre bitter.
Aber da könnte man ja trotzdem jetzt sehen, ob er die Lenkung hat oder nicht. So, yeah, this is a show segment in which. Ich meine, der Taycan hat Allradlenkung, also in dem her ist es ja. Das sieht man jetzt so schlecht. Also stand jetzt nicht so aus. Hat's nicht, ne. And we have streamer mode on at the minute. This, if you didn't have streamer mode on, is also set to, I think, the Royal Blood. That's right. Yes, that's right. Ooh, Royal Blood. That's the good one. Works really well when you're sort of barreling down. Der Spargi, ja, es kommt aber erst gegen Ende der Woche, das Video mit dem Arm gewonnen. Yeah, Fraser, we spoke on like a previous stream about how you would go to airstrips and capture the audio of vehicles. Is that, ich weiß nicht, was du, das Instagram-Gewinnspiel ist auch seit gestern vorbei. Did you have to go a different way to get the sounds for it? Einfach mal lesen. It's an interesting one because there's such ja, es gibt vier Jahreszeiten. Kind of cumbersome hard nur halt nicht die klassischen, wie wir sie kennen. This one was kind of a mixture of es gibt eine Pizza für Jahreszeiten. Zum Beispiel. Of big, beefy, meaty, amazing sounding VA engines. Es gibt halt Regenzeit, Trockenzeit, Hitzezeit, Sturmzeit, irgendwie so. Die haben alle irgendeinen Namen halt. Like proper backflips and big jumps and big stunts. Freue mich aber auch drauf, dahingehend mal wieder was Neues zu sehen. Letlack, Tesla wird nicht kommen, weil Tesla nicht in Spielen sein möchte. Das liegt an Tesla. It's kind of a mixture of various different sources and we're kind of playing back loops of engines here. Jonas, Bobby, das glaube ich nicht. Ja, und da sehen wir wieder das typische Showcase. Wir sind fest, wir fahren unsere Route. Scheiß drauf, ob du im Weg bist oder nicht. Das ist sind sogar zwei von denen. Yeah, there you go. Okay. Wenn ich mir die Positionsanzeige angucke, wird das noch einer. The one who jumped in was actually me outside the checkpoint. What I love about this showcase is it's similar to the Behemoth one we had in Horizon 4, is you get to see the scale of this vehicle because you're right next to it, like butting up against it. Yeah, you can interact with it like that as well. Yeah, get shoved out of the way by it. It just gives you that scale because I mean the buggy you're in is a big car, but then you see. Oder das Flugzeug? Nee, das Flugzeug ist ist der andere Gegner. Trample all of the smashables. Yeah, like, yeah. Das ist auch ein Monster. Of them when they go through all the lampposts and stuff. Yeah. Ist bei den Schauern aber irgendwie gefühlt im Julian, das hat laut meinem Kenntnisstand nur der Arm gewonnen mit diesen Fahrmodi. And then I love that the plane's just circling as well. Yes, so we've got two motor trucks and a plane that nearly hits the runway as you're driving. It's very Horizon. Patstar, nee. Wurde ich vorher schon gefragt, nee. Das, da lass erstmal ein bisschen Zeit im Spiel vergehen. Just constantly buzzing you. All over the place. It's a close race, this. Really, it just did. Leon, kann ich nichts zu sagen. Eigentlich wollten sie noch Gameplay von den verschiedenen Konsolen im Vorfeld veröffentlichen. Haben sie leider bis jetzt nicht getan. Deswegen, I don't know. Ich will dazu auch nichts sagen, weil. Ja, was soll ich dazu sagen? Go on! Go on! Oh, it's the stadium as well! Interessant, dass das Stadion hier jetzt aus Schlamm ist, ne? That was close. Yeah. Nicht mit Rasen. Hooray! Das ist and let's dip the feed. Let's dip the feed because nothing of interest happens after that. There is nothing more to see in that stadium. What's next, Charlie? And you know, if there is, you know, it's not too long to find out potentially if we're lying to you or not. But now we're going to have a look at what's my favorite station, I think. Aside from the new XS, classic station, is Horizon XS. Tell me about the incredible names. Okay, the Killers, Foo Fighters sind auf jeden Fall bekannte Namen schon mal. Und dann wird es schon wieder kritisch für mich. Also vom ganzen Soundtrack, ich kenne Deadmau5. Nothing but fees, really. Ja, Foo Fighters kennen sie wohl auch. Und The Killers. Als ob. Kenne ich nicht. One as well to point out is Helica Garcia, so yeah, she is an artist. We've got a song called Karma the Night. But she's also going to be the Horizon XS, and she was brilliant. Absolutely amazing, wasn't she? She's really, really good. Yeah, it was one of the examples of we found a music track first and we put in the game and we all
loved it. Yeah, it yeah, just yeah. like immediately fit. And then I think you were watching some YouTube yeah, videos. It's ja, in Horizon 3 war Tesla noch drin. Das heißt ja aber nicht, dass Tesla ihre Meinung nicht dann ändert. Das ist ja kein Grund. What are their Instagrams look like? What are they posting on YouTube? And it was through some of the content that she put out on YouTube, I thought, you know, she is a really great fit to be the DJ on this station. Wir hatten ja auch VW in Horizon 2. In Horizon 3 nicht mehr. That, as well as being an awesome rock singer, she actually... Yoda war ja auch erstmal weg in Horizon 4 und kam dann erst wieder. She'd like to do it, and she did. And honestly, she was... She was brilliant. Absolutely nailed it. Yeah, really good. Yeah. I can't wait to hear it. The first line yeah. she did in the first take. Thorsten, she did, was like, well, we don't need to give any feedback. I don't know. We haven't seen. You do it. When she's literally, you know, the blah blah. This is our guy now. Yeah, the blah blah blah. It's the first time we've had DJ be able to introduce their own song that they wrote as well. Yeah, she's a proper petrolhead as well. She absolutely loves cars, which yeah. I didn't know until we contacted her. And then she was klar, just, like, so excited to ich wiederhole nochmal, die Preview war Stunden schon beendet, bevor überhaupt das erste Video hier auf dem Kanal erschienen ist. Also anders formuliert, als diese 90-minütige First-Look-Geschichte erschienen ist, war die Preview schon seit Stunden beendet. Die ganzen Videos sind vorproduziert. Der Rematz ist drin, ja. Und ja, der heißt wirklich Rematz. Man spricht das so aus. leider schon, ja. Das ist leider. Es ist halt so ein Punkt. Ja. Bring Me the Horizon is very diverse in themselves. Like a decade ago, you couldn't decipher what they were saying. It was pure heavy metal. And nowadays, it's more a bit like, well, you have like the heavy drops in the middle, but it's a bit more of a radio edit of their old stuff. Ibims Joni habe ich gerade vor 5 Minuten gesagt. Stand jetzt ist der AMG One das einzige Fahrzeug, was diese Fahrmodis hat. When we're featuring such a wide variety of music in all the stations, is sort of part of the clean edits of them. Mehr Blaulichter würde ich nicht sagen, wahrscheinlich gleich viel. Aber müssen wir abwarten. So, you know, bring me the Koskun, du bist so verrückt. Danke dir für 48 Schweizer Franken in den Superchat. Go Ray. Danke dir. Du bist so wahnsinnig. Danke dir. We've got Technicolor Fabrics, both Mexican artists, yep. and it, all of those artists help lend a bit of a Baby Driver feel to the station, okay. which I think really, really matches. Obviously, we've got. Also jetzt ne, oder immer noch, er ist noch immer like C2, also immer noch Concept2 im Spiel. Kind of cool also zumindest mal in der Preview hieß er so. Totally. Rolls Royce is the same as Tesla. Blender, who, yes. We've licensed one of their tracks for the game, but also they have written us an original composition, which you did get a sneak peek at during our initial drive video. They were the band that made the music for the section where you're driving towards the dust storm in that drive. Okay. But that full song actually appears on the radio as well, and it's awesome. So good, yeah. And amazing. I should say that, Mr. Klan, ich sprich's aus, wie es halt heißt. Du kannst mit mir jetzt drüber diskutieren oder nicht. Recherchieren, nicht mal 3 Minuten, du wirst feststellen, dass Rematz ausgesprochen wird. Und nicht mit Z hinten, also nicht Rematz, sondern Rematz. There'll be some artists here that you haven't heard of yet, but I would say check them out because there are some fantastic music on here. Even if you don't know the names of the artists yet, I think some of the tracks that we've been able to secure. Dass alle anderen das falsch aussprechen, kann ich nichts dafür. Das gleiche Thema wie beim Supra. Now I was going to ask, I'm too excited about this, die Hälfte but I want to ask you all individually der Leute, die what Supra your sagt, favorite der song is on the soundtrack. I also need to call out what radio station it's on so people can go find it and hear it themselves if they're unsure of it first. So Mike, I'm going to come to you first. I will say the Damon track on Block Party, Turn the World Around. It's just awesome. It's just such a dynamic track. It goes into so many Block different Party, places. Hadn't like, really great interpretation. Hadn't we? Love it. Brilliant. That's one of those Frasier, tracks you won't have Lost yet, in Sandstorm for a lot of okay. I think if I was to choose one, it would be... Ja, bei der Celica ist es halt so, da gibt es tatsächlich mehrere Aussprachen und alle sind erlaubt. Celica ist nicht offiziell, aber anerkannt. I think it's because it's, deswegen sage ich es auch so. An instrumental track. Da gibt es halt Celica oder Celica. Und ich glaube, Celica ist korrekt. Celica ist auch okay. Und wie gesagt, Celica ist halt etabliert, aber nicht offiziell. Einfach beides kombinieren. Celica. Das ist falsch. That's so awesome. They wrote a song for our expedition, and it's a bespoke composed piece for the Horizon Wilds expedition. And
what I love about it, because they're, you know, a duo from... Ja, das ist das gleiche ja wie mit Skoda, ne? Das heißt ja auch Skoda. Und ich, also man, in Deutschland spricht man es halt Skoda aus, aber offiziell heißt es eigentlich Skoda. Ja, am Ende des Tages kommt es halt immer darauf an, auch wie man es in Deutschland ausspricht, weil es sagt ja auch keiner Chevrolet. Also, ja, ja, aber schwierig. Dann würde es ja auch nicht McLaren sagen, sondern würde es ja McLaren sagen. Ja, machen ja einige. Ja, weiß ich, aber es ist halt falsch. Ja, klar. And at the time it was pretty rough. There was a lot of imagination required to kind of get an idea of what that experience was going to be. Ich finde, man sollte da nicht so deinig sein mit einem. Nö, sollte man auf keinen Fall. Also mir ist das auch völlig bums. Nur ich finde es halt immer wieder krass, wie manche Leute da halt so extremst ein schon fast beleidigen, wenn man es nicht so ausspricht, wie sie es denken, dass es richtig ist, und selber dann aber es falsch einen anprangern. Und das ist halt so, wo ich dann manchmal denke, so, ja, dann ist es schon manchmal nicht schlecht zu wissen, wie es original ist, wie es richtig ist. Und mir ist es bums egal, sagt, was ihr wollt. Solange wir wissen, um was es geht, solange ihr nicht Porsche sagt zum Porsche. That we showed off a couple of weeks ago. That was an original. Lori, bitte nicht spam, sonst wirst du gebannt. Einfach so. That's the first time that we've worked with a professional. Also einmal eine Frage stellen sollte reichen für 10 Minuten. Und deswegen beantworte ich dir die Frage jetzt auch nicht. Also, so rum spam muss echt nicht sein. Actually was for Horizon, but as soon as we dropped it into the gameplay, it just brought everything to life. And I think that's why streamer mode is so important to us. We, you know, we want people to play all the expeditions, the you know, oder ja, stimmt, Porsche, sagen ja auch manche. Stuff with the music as intended, so that they get the same emotion that we hope that players. Ja, Alfa Romeo hoffe ich noch, dass es noch reinkommt irgendwie. I love so. It. And kann mir das it breaks me up, but that's the end of the stream, folks. But some amazing news before we go. We have a very special, very exciting announcement, and it is my honor to tell you all today that Forza Horizon 5 has now officially gone gold. Can we get some hype in the room? Ich hab's gewusst. Ich hab's vorher noch gesagt, dass das heute angekündigt wird. Ich hab's so gewusst. Mensch, man kennt doch langsam Playground Games und auch dann Turn 10. At no point on this stream did we say, hey guys, this is a dev build, so if you're seeing some bugs, then that's not what it's going to be like in the real game. This is the real game. Everything we've shown here today is the actual finished game that you'll be able to play in 3 weeks' time. Including any bugs you saw, you'll be able to experience them firsthand as well. We did have the FAQ put that, which is why I'm trying to find Horizon Live Session at the top of the screen the whole way through. Don't worry about that. You'll have the internet at home. So the footage we're showing today was the final finished game. So yeah, really excited for you to get your hands on it in just a few weeks. Amazing, brilliant. And we will be sharing some more information about preload and storage, as well as full track list from the soundtrack and details on a special Forza Horizon 5 launch day stream. Keep an eye on social channels launch for all of those stream, details. Okay. But that is it for today. So thank you so much for tuning in. I will see you all at the finish line. Everyone join me as we say goodbye and we say... Genau, Dominik, adios. Das ist der Ursprungsgedanke. Adios. Adiosos. Okay. So, also kurz nochmal für alle, die, also Gold, man spricht in der Softwareentwicklung von Goldstatus, wenn ein Softwareprodukt den für die CD bzw. DVD bzw. Blu-ray mittlerweile Status erreicht hat, um darauf gepresst zu werden, also gebrennt zu werden. Das heißt, jetzt hat Horizon 5 den Goldstatus erreicht, das heißt quasi die Version 1.0.0.0. Irgendwie so, die haben ja ganz viele Punkt-Dinger. Das heißt, alles, was man, haben sie ja auch gerade mal gesagt, alles, was man bisher gesehen hat, auch diese Preview-Version, ist noch nicht die finale Spielversion gewesen. Das war noch nicht fertig. Jetzt ist es offiziell angekündigt, Horizon 5 ist Gold, also Goldstatus. Das sagt man so. Und daher können wir jetzt halt schon mal sagen, okay, wir wissen jetzt, sie werden fertig bis Anfang November. Wir wissen, dass wir ein fertiges Spiel bekommen. Natürlich heißt es nicht, dass es da keine Bugs gibt oder dass da noch Fixes kommen. Das kann auch gut sein, dass wir dann tatsächlich in der finalen Version, wenn wir dann zum ersten Mal anfangen, dass wir dann schon bei Version 1.0
1 oder so sind. Ja, das kann sich natürlich alles dann noch ändern. Aber ja, das ist schon mal gut zu hören, dass das jetzt knapp 2 bis 3 Wochen vor dem eigentlichen Release diesen Gold-Status erreicht hat. Das ist immer eine ganz gute Nachricht auf jeden Fall. Was auch gleichbedeutend heißt, dass eventuell der Rail wieder eine frühere Presseversion bekommt. Eventuell. War auch von ihr jetzt sagt, ja, ist mir doch egal. Aber mir nicht. Nee, mal gucken. Schauen wir mal. So. Sehr geil, auf jeden Fall. Ja. Und der Preload, genau. Preload ist, sollte auch, glaube ich, ab heute möglich sein, ne? Also, ab heute dürftet ihr das Spiel runterladen können. Und eigentlich, wenn es halt Goldstatus heißt, müsste eigentlich dann es eigentlich auch bald möglich sein, jetzt die Retails vorzubestellen. Ja, in den kommenden Tagen, nehme ich mal an. Ja. So. Immer diese YouTuber, die Schüler spielen dürfen. Ja, richtig ehrenlos, diese YouTuber. Ja. Oh Mann. Day One Patch ist safe. Ja, Day One Patch gibt's immer. Darfst du dann Videos von der Version zeigen? Von welcher Version? Deiner. Ist schon unfair mit dem Frühspielen. Julian, erklär mir das mal. Was ist da unfair dran? Erklär mir das mal. Da bitte ich jetzt mal drum. Ich will mal eine echt gute Begründung hören, warum das unfair ist. Und ich bis jetzt habe ich nur neidvolle Sachen gelesen und nie was Ernsthaftes. Ich will auch, ja, ich will auch, ist keine Begründung. Das ist dann, wie gesagt, Neid. Mister, ich glaube, die werden, so wie sie es jetzt am Ende gesagt haben, die werden nochmals Updates über Twitter, über Social Media die nächsten Tage nochmal raushauen. Eben wie die finale Karl ist und so weiter, gehe ich stark davon aus, dass die da noch bis zum Schluss warten quasi. Also deswegen gucken wir mal. Ich würde es ja nicht wundern, wenn es wirklich eine PR-Version gibt, dass die dann sogar wieder vorher wissen, welche Autos drin sind, bevor sie es offiziell bekannt machen, dass es jetzt die offizielle Karlist ist. Aber mal gucken. Ich denke mal, wir werden im Laufe der Woche auch noch Updates bekommen. Ja, möglich. Ich meine, viel fehlt ja eh nicht mehr. Warte mal, ich kann mal ganz kurz... Angeben ist uncool. Sorry, Ray, aber ist so. Wenn du mich damit nicht angreifen wolltest, ist okay, aber ich ist halt so rübergekommen. Hä? Wo habe ich jetzt angegeben? Also. Warum ja, ist also heutzutage bitte, alles also ein bitte, Angriff? Ich verstehe es nicht. Bitte an Hirnlos. Wo habe ich jetzt angegeben? So, und womit habe ich dich jetzt angegriffen? Also, ich tut mir einen Gefallen, ja, wir können gerne diskutieren, ihr könnt mich kritisieren, immer. Aber bitte legt mir nicht Worte in den Mund, die ich nie so gesagt habe und auch nicht in irgendeiner Weise ausgesprochen habe. Und ich glaube, ich habe das auch während der Preview mal gesagt, ich glaube, es war so das Video mit dem Bronco. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der auch nur im Ansatz den Gedanken verspürt zu sagen, Ella Badge, ich darf vor euch allen spielen, Ella Badge, boah, bin ich toll. Also nee, ich fühle mich, wenn egal bei welchem Spielen, bei Horizon besonders, wenn ich das Privileg, es ist ein Privileg und es ist eine Ehre, die Möglichkeit habe, vor dem offiziellen Release oder selbst noch vor dem Early Access zu zocken, ist es für mich gleichzeitig die Pflicht, euch einen super geilen, ehrlichen Content, ich meine ehrlich sowieso immer, aber einen super guten Content zu bieten. Und das ist dieser Content, den ich euch biete, den ich euch so früh wie möglich biete, das ist optional. Es muss sich keiner in irgendeiner Weise verpflichtet fühlen, das zu schauen. Ja, es ist optional. Ich zwinge es niemandem auf, genauso auch diese Preview-Videos. Die Leute, die Bock drauf haben, das zu sehen, die sagen, hey, ich kann es gar nicht zocken oder ich will einfach mal wissen, was da Sache ist, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es mir kaufen möchte. Ich gucke mir das gerne an. Ich kriege Infos von einem YouTuber, den ich vielleicht schon seit Jahren verfolge oder vielleicht auch gerade erst kennengelernt habe, aber der wirklich ehrlich von Spieler zu Spieler ehrliches Feedback gibt. Für die ist es alle, ja. Und dann sagt mir jetzt nicht, ich gebe an oder was weiß ich was. Also mir wäre das Bums, wenn ich jetzt YouTube nicht machen würde,
ey, von mir aus zocke ich auch erst ab dem 20. November. Das ist mir dann auch egal. Wenn am Ende des Tages das Spiel geil ist und ich meinen Spaß habe, dann spiele ich für mich und nicht für andere als normaler Spieler. Aber ich bin in dem Status, wo ich nicht nur für mich spiele, das tue ich schon lange nicht mehr, sondern ich mache es für uns alle hier als Community. Und ich will das gemeinsam mit euch erleben. Ich nehme euch mit auf diese Reise. Mit meinen natürlich auch persönlichen Eindrücken. Und wer das nicht versteht, sorry, kann ich halt, also ich kann es nur so sagen, wenn ihr mir das nicht glaubt, wenn ihr meint, ich lüge euch da an und ich gebe an und ich mache hier einen auf Ella Badge, ja, dann denkt es halt, aber ich finde es halt super unfair, mir gegenüber solche Worte mir in den Mund zu legen, die ich nie so gesagt habe und auch ganz von meinem tiefsten Herzen aus überhaupt nicht so meine. Also, sorry. Also ich habe mir, ich sag's mal, wie es ist, ja. Für mich, jetzt allein nur auf die Preview, ich sag's jetzt einmal mal an der Stelle, gerade weil wir auch im Stream sind. Ich will mir das mal gerade mal kurz vor der Seele reden. Wer das nicht hören will, okay, aber ich will es trotzdem mal loswerden. Und zwar, ich habe diese Mail bekommen, dass diese Preview stattfindet. Die Preview hat dann auch gestartet. Ich habe dann diese Preview runtergeladen. Ich habe die Preview zum ersten Mal gestartet, war in diesem Menü, habe geguckt, ob es geht. Dann musste ich abschalten, weil ich noch was anderes zu tun hatte. Am nächsten Tag bin ich zurückgekommen aufs Hauptmenü, habe alles eingestellt, habe die Preview zum allerersten Mal gestartet. Es kommt dieses Cinematic Intro, was ich euch nicht zeigen durfte, was echt Gänsehaut-Feeling bringt. Und dann kommt diese Szene, wo man diesen Bronco in diesem Flugzeug sieht und da beginnt mein erster First Look und wie man meiner Stimme hört, bin ich voller Vorfreude, voller Euphorie, weil ganz viele Gefühle zusammenkommen. Als langjähriger Forza Horizon und überhaupt Forza-Fan, als ja euer YouTuber, der von den deutschsprachigen YouTubern einer von, ich glaube, zwei war, die das überhaupt machen durften. Und das ist eine Riesenehre, nicht nur für mich, sondern für den ganzen Kanal. Und ich habe mir selber gesagt, hey Leute, ich möchte für euch, weil wir das alle, ich, der den Content gemacht hat, aber auch ein Andi, der seinen eigenen Kanal hat, aber auch er Teil an dieser ganzen Multiplayer-Geschichte ist, jeder hier, ob als Zuschauer, ob als Mitspieler oder auch ich als der, der es am Schluss endlich dann halt kreiert oder der Kopf der Sache ist, wie auch immer, scheiß drauf. Jeder hat sich quasi daran seinen Anteil. Und gerade für euch alle habe ich mir in dieser Preview, die echt nicht lange lief, habe ich mir den Arsch aufgerissen. Wirklich. Natürlich hat es mir Spaß gemacht. Das steht ja außer Frage. Aber was, Arbeit darf auch Spaß machen, ja. Aber ich habe mir den Arsch aufgerissen, da wirklich Stunden über Stunden. Ich habe die Tage kaum gepennt, ja. Nicht, weil ich es auch nicht konnte, weil ich voller Vorfreude war. Aber ich habe euch super scheiß viele Videos aufgenommen. Wie gesagt, ihr kriegt noch die ganze Woche Videos, die ich finde, alle fantastisch geworden sind und super meine Freude, meine ehrliche Freude vermitteln. Und ich kann jetzt sagen, ich habe 40 Stunden da aktiv reingeballert und nach 40 Stunden habe ich immer noch so Bock auf dieses Spiel, sogar mehr als ich in der ersten Stunde habe. Mag kaum komisch klingen, aber ist so. Das Spiel hat mir immer mehr Spaß gemacht in dieser Preview. Und da muss ich mir doch nicht von irgendjemand anhören, dass das hier so eine Angeberei ist. Also sorry, ich habe das auch für euch alle gemacht. So, und wenn ihr mir das nicht glaubt, ist mir auch egal. Es ist die absolute hundertprozentige Wahrheit. Und ich glaube, jeder, der so viel Herzblut in die Sache reinsteckt, und dann nehme ich Andi mit, weil der würde das genauso tun, sieht es genauso. Also, ja, Punkt. Jetzt habe ich mir mal von der Seele geredet. Weil das kotzt mich manchmal echt an, was manche Leute da einem für Sachen unterstellen. Ich weiß, es sind nur ein paar wenige und ich weiß, die meisten von euch feiern das und ich bin euch so dankbar dafür, wenn ich allein sehe, was für ein Feedback ich die letzten Tage bekomme. Da kriege ich schon mit den Tränen zu tun, also Freude. Aber ja, also manche Leute manchmal, wo ich so denke, Mann, ey, ihr seid doch echt, ich sag mal A, Punkt, Punkt, Punkt. Es wird auch gerade noch eine ganz interessante Sache im Chat gesagt, die halt auch 100% richtig ist an der Stelle. Wenn die GameStar für eine Review eine Vorabversion bekommt, beschwert sich kein Mensch. Warum macht man es dann bei den Content-Creatoren? Ja, I don't know. So, ich weiß, die meisten sind nicht so, ich weiß es. Aber die paar Hanselchen, die das halt so denken, ich musste das jetzt einmal mal loswerden. Und im Endeffekt kann man halt auch sagen, Eddie, danke dir für die Mitgliedschaft. Danke dir. Das ist ein Angebot, was kein Mensch ablehnen würde. Also niemand würde sagen, ja, nee, die Pure-Version, das wäre jetzt ganz schön unfair, wenn ich das spielen würde. Nee, mache ich jetzt nicht der Fairness. Nee, sorry, kann mir keiner erzählen, der wirklich Fan von den Spielen ist. Ja, und wie gesagt, für mich steht bei sowas einfach immer, ja, ich weiß nicht, also jeder ist da anders, ich kann da auch nur für mich sprechen und das ist jetzt
hier besonders, aber auch bei allen anderen Spielen, auch jetzt bei F1 zum Beispiel oder so. F1 ist ja ein Content, den ich gerne mache, okay, auch wenn F1 2021 jetzt nicht so gelungen ist, meiner Meinung nach, aber wenn man so ein Key bekommt und sei es, man darf erst ab Release spielen oder halt eben Tage vorher, ich habe da noch nie, wirklich noch nie den Gedanken dran verschwendet zu sagen, boah, geil, ich fühle mich jetzt wie der Größte, weil ich vor so vielen anderen Menschen, was habe ich denn davon dann am Ende des Tages als Einzelperson? Für mich ist automatisch gleich so dieses, okay, das ist jetzt eine Auszeichnung für den ganzen Kanal, was wir gemeinsam, auch ihr als Teil dieses Kanals, erreicht hat. Und genauso ist aber für mich dann auch die Verpflichtung da, dieses Privileg, was man dadurch bekommt, auch zu nutzen und euch den Content zu bieten, den ihr doch eigentlich liebt. So, um das mal so auch anders noch mal kurz zusammen zu formulieren. So, und das ist halt bei Horizon ganz besonders. Anders kann ich es nicht sagen. So. Alpaka, danke dir auch für die Mitgliedschaft. Willkommen, willkommen. Danke dir. Genau. Um da noch mal auf ein paar Punkte zurückzugehen. Da wird gerade gefragt, Raytracing, genau, Raytracing wird auf der Series X nur im Qualitätsmodus sein, nur im Forza Vista und im Fotomodus und sonst nirgends im Performance-Modus, wo ich gespielt habe, ist Raytracing komplett raus. Ich habe sogar erst gedacht, es ist an im Forza Vista, aber die Reflexionen sind halt so gut, wo ich mich frage, für was braucht man Raytracing, ehrlich gesagt. Also, ne, die Reflexionen sind an sich schon so gut dargestellt, als dass Raytracing, glaube ich, echt nicht nötig ist. Also dafür jetzt 30 FPS zu opfern. Was ist Raytracing? Habe ich mal in einem Stream ganz gut erklärt. Raytracing ist eigentlich eine Technologie, was ganz hochgegriffen realistische Brechungen, also sei es Sound oder Lichtbrechungen, simulieren kann. Raytracing wird in erster Linie für Spiegelung, für realistische Spiegelungen genutzt. Man muss sich das so vorstellen, wenn du jetzt von einer Glas, also im Spiel von einer Glasfassade bist und da wird eine Spiegelung berechnet, dann wird das quasi aus den Daten berechnet, die gerade so angezeigt oder simuliert werden. Und meistens ist es so, dass alles, was hinter einem ist, gar nicht groß berechnet wird und eigentlich nur das, was im Blickfeld ist, wird berechnet. Weil du kannst nicht immer die ganze Welt berechnen, ne? Das würde zu viel Power kosten. Und bei Raytracing wird halt quasi in puncto der Reflexion wird halt ein exaktes Spiegelbild, also eine exakte Spiegelung berechnet, sei es in der Pfütze, sei es in der Glasfront, sei es auf dem Auto, die Reflexion. Und das kostet dann natürlich extrem viel Power. Und das ist quasi für das, was Raytracing hauptsächlich genutzt wird. Kann man aber auch zum Beispiel für Sound nutzen, in einem Tunnel, wie der Sound an der Wand abprallt und wieder zurückkommt, weil das ja auch Wellen sind. Lichtwellen und Schallwellen werden physikalisch genau gleich berechnet, ja, falls ihr das nicht wusstet. Und dafür kann man Raytracing natürlich auch nutzen. Aber wie gesagt, das meiste ist halt die Reflexion, die Spiegelung. Und ich finde, die Reflexion, die im Spiel schon sind, die wir auch schon in Horizon 4 haben, ich finde, die sehen schon so gut aus. Die sind natürlich nicht exakt realistisch berechnete Reflexionen, aber sind Reflexionen und ich finde, sie sehen authentisch aus, sie sehen gut aus. Wegen mir brauche ich kein Raytracing, was so viel Power kostet. So, um das mal ganz kurz zu erklären. Ike, HD, danke schön für die 2 Euro ins Chat. Danke für die schönen Videos. Ja, danke dir fürs Kommentieren. Danke euch überhaupt. Ganz viel Liebe von euch. Und wisst ihr was? Weil ihr so viel Liebe gesendet habt, gebe ich euch jetzt was, was ich heute euch eigentlich gar nicht zeigen wollte. Aber ich zeige euch ein ganz kurzes Gameplay, was ich noch aufgenommen habe. Das ist jetzt nicht geschnitten, deswegen muss ich jetzt mal gucken, ob ich überhaupt das überhaupt so hinkriege, wie ich das möchte. Aber dann kriegt ihr noch mal. Ich habe nämlich, das kann ich schon mal ankündigen, für diejenigen, die noch da sind, die knapp 800 Leute. Ich habe neben, so, da kommen wir noch mal zum Punkt Arsch aufreißen. Ich habe neben diesen knapp 27 Videos, die ich aufgenommen habe, wo viele noch davon kommen. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt, glaube ich, 13 Videos oder so draußen. Ich muss gerade noch mal gucken, wie viele Videos sind denn jetzt mittlerweile schon draußen ist. Oder 16 Videos sind draußen, wie auch immer. Neben diesen 27 Videos habe ich noch fast 3 Stunden Gameplay, unkommentiertes, ungeschnittetes Gameplay aufgezeichnet, mit Autos, die ich nicht oder zum großen Teil nicht in diesen Videos gefahren habe. So. Und dieses Gameplay habe ich die Erlaubnis bekommen, in Livestreams, wie diesem hier zum Beispiel, auch zu zeigen. Und es wird noch mal ein extra Livestream geben, wo wir dieses Gameplay komplett durchballern werden. Aber komm, ein Gameplay-Schnipsel kann ich euch jetzt einfach schon mal zeigen. Dann kriegt ihr das noch mal zu sehen. Jetzt müssen wir noch gucken, was für ein Auto wir nehmen. Und ich glaube fast, okay, ich werde jetzt eh kein Auto nehmen, was alle zufriedenstellt. Aber weil Andy da ist, glaube ich, nehmen wir einen Ami. Würde ich sagen.
Und es ist auch ein Auto, was ich sehr oft gelesen habe, aber ich muss das jetzt finden. Ich habe es noch nicht beschriftet. Jetzt ist nämlich die Frage, welches ist das? So, jetzt muss ich kurz gucken, welches wir nehmen. Oder wir nehmen einen Japaner. Ich hätte da noch einen Japaner, was auch sehr geil ist. Also ich habe sehr viele Autos aufgenommen. Ich muss nur gerade gucken, ich habe die noch nicht beschriftet. Das ist ein bisschen das Problem. Was sind das? Ah, ja. Ein Porsche 918 ist auch dabei. Ach was. Das ist nochmal der getunte Skyline. Der ist auch sehr geil. Oh, ein Ding bin ich auch gefahren. Viele Autos gefahren. Was ist das? Ah, das ist ein... Ich muss gerade mal gucken. Ist der nochmal? Aber wir nehmen jetzt einen Ami. Ich sagen, weil der klingt auch, wie ich finde, sehr geil, auch wenn ich jetzt nicht sehr authentisch sagen kann, ob er original klingt, aber er klingt sehr geil, okay. Ja, da ist er auch schon. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das abspielen kann. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich das Video direkt in den Stream einpflege und über den Stream abspielen lasse, glaube ich. Das ist, glaube ich, besser, wie wenn ich es, ja, ich probiere das mal. Ich hoffe, der startet jetzt nicht gleich. Das ist jetzt ungeschnitten, ja, deswegen verzeiht mir, wenn es am Anfang ein bisschen komisch läuft. Ich probiere das jetzt mal. Oh, das sieht man schon, ich halte es mal kurz an. Und es ist auch noch nicht ganz richtig, weil, warte mal, ich muss das kurz transformieren. So, jetzt. Und man sieht mich nicht mehr. Ich blende mich mal aus, ist okay, wenn man mich nicht sieht, glaube ich, oder? Das Wasserzeichen machen wir trotzdem rein. Ja, ihr seht schon, jetzt muss ich mal gucken. Das ist, glaube ich, ziemlich laut. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Es ist eine Hellcat, im Übrigen. So. Ich lasse es mal laufen. Hört. Achso, warte, ich muss es machen, dass ich es auch höre. Das ist Quatsch. Ich will es auch hören. So. Übrigens, jedes Gameplay, was ich da gemacht habe, läuft genau so ab. Ich bin erstmal mit der Drohne drumherum geflogen. Guck mir das Auto mal an. Manche sind schon vorgetunt, manche nicht. Ja, und dann steige ich ein und fahre einfach mal ein bisschen durch die Welt. Und das ist jetzt quasi mein Gameplay, was ich aufgenommen habe, was knapp 9 Minuten geht von der Dodge Challenger Hellcat. Und ich würde sagen, machen wir mal laut und hören mal rein. Das mal ein kleiner Vorgeschmack. Breitbau-Kit hat sie weiterhin. Jetzt hier in dem Gameplay nicht, aber ja, hat sie weiterhin, also wie auch schon im vergangenen Teil. Das Breitbau-Kit kann man wieder drauf machen, sieht auch, finde ich, sehr geil aus. Ah, es ist die Szene. Wir sind im Stadion und ich habe dann ein kleines Oval entdeckt im Stadion, was man einfach mal so fahren kann. Und dann dachte ich, fahren wir doch einfach mal. Wie geil ist der Sound, bitte? Ja, habe ich auch gedacht. Ich finde auch, die klingt Hammer. Die klingt fantastisch. Onboard wird man auch noch sehen. Ich werde natürlich auch noch ins Cockpit gehen, logischerweise. Den R35 hat man nur ganz kurz im 90 Minuten First Look gesehen. Den habe ich nicht nochmal aufgezeichnet. Tut mir leid. Super geil heraushört, ist halt der Kompressor, finde ich. Also, ich sitze hier einfach nur sprachlos mit Dauergrinsen wegen diesem Sound. Ist das geil. Der klingt richtig, 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 richtig fetzig, finde ich auch. Ja, wir sind ja quasi jetzt so ungefähr in der Mitte der Map auch hier. Hier kommt ja die Street Festival hin. Bei den Containern. Das hat man ja im Screenshot schon gesehen. Und hier wollte ich rumdriften, hab dann gemerkt, oh fuck, hier geht's nicht weiter. Also okay, dann versuchen wir mal in die andere Richtung quer zu schmeißen. Und das hat auch nicht geklappt, da war eine Kante, verzeiht mir. Ja, und dann nochmal der Hinweis, das ist jetzt ein kleiner Tease. Wir werden höchstwahrscheinlich Anfang nächster Woche
werden wir diesen Stream machen. Wie gesagt, das sind fast 3 Stunden Gameplay, was ich da nochmal zusätzlich zu diesen Preview-Videos aufgezeichnet habe. Mit Autos, die wir schon gesehen haben aus den Previews, mit Autos, die wir gesehen haben, aber nicht getuned gesehen haben oder nicht so getuned gesehen haben. Und aber auch Autos wie jetzt eben Dodge Challenger Hellcat, welche kein Video bekommen hat oder keine Folge bekommen hat, aber eben, also mit Autos, die auch neu sind. Verschiedensten Autos bin ich da gefahren und ja, das jetzt auch als kleiner Vorgeschmack, als kleiner Appetizer für euch einfach. Stream laggt bei mir nicht. Nee, ich spiele nicht. Das ist eine Aufzeichnung. Wie gesagt, die Preview ist vorbei. Das sind alles aufgezeichnete Videos. Das ist jetzt ein Teil von diesen knapp 3 Stunden, die ich aufgezeichnet habe. So, da haben wir jetzt auch nochmal den Highway. Ein Stück davon zumindest mal. Ja, da gucke ich jetzt mal nicht hin. Ja, ja, auch zu. Ich fahre aber auch gleich wieder runter. Glaube ich. Hat ein Tag 30 Stunden, so ungefähr, ja. Ja, wie schon gesagt, ich habe diese Tage kaum geschlafen. Ich konnte auch nicht. Und es war mir auch egal, dass ich kaum geschlafen habe. Aber ja, ist trotzdem, ich glaube, diese Arbeit hat sich kaum einer dieser Leute gemacht, die diese Preview spielen konnten. Also, ja. Felix, danke dir für die 9,99 € Superchat. Danke dir. Sehr gerne. Tatsächlich fahre ich doch den ganzen Highway. Ja, wenn der Stream laggt, müsst ihr ihn mal vielleicht neu starten. Also bei mir gehen die Signale eigentlich komplett gerade raus. Also bei mir laggt es nicht. Einen Range Rover mache ich nicht. Habe ich kein Video dazu gemacht. Scharaf. Ich habe was zum Bronco gemacht und zum Defender, meinst du? Meinst du wahrscheinlich den Defender, oder? Den Land Rover. Der kommt die Tage, die Woche. Am Mittwoch wahrscheinlich. Das ist die Xbox Series X-Version im Performance-Modus, also mit 60 FPS und ich finde, es sieht fantastisch aus. Qualitätsmodus sieht natürlich mal besser aus, aber dann halt nur 30 FPS. So, schön noch den BMW einen mitgegeben, weil es kann. Haben sie verdient. Der Ford Bronco habe ich da kam das Video am, wann kam das? Am Freitag, Alpaka. Am Freitag kam ein Video zum Ford Bronco. Der fährt sich mega geil. Ja, ich wollte nur gerade, wie gesagt, nicht hingucken, weil Highway ist so eine Sache, die ich mir gerne aufheben möchte fürs erste Mal selber spielen. Ja, kann ich verstehen, absolut. Illuminaten, Dankeschön für 5 Euro in den Superchat. Kannst du mal bitte kurz das Tuning vom R8 V10 zeigen und fahren? Tuning habe ich beim R8 nicht gemacht. Gefahren bin ich ihn tatsächlich. Der ist auch Teil dieser Gameplays. Werde ich aber jetzt nicht zeigen, Leute. Wie gesagt, das soll jetzt ein kleines Dankeschön für heute sein. Es soll ein Appetizer sein. Wir werden uns die kompletten Videos, auch das Video nochmal angucken. Ich kann euch sagen, das sind zum Teil weniger interessante Fahrzeuge, oder was heißt weniger interessant, eher ernüchternde Fahrzeuge dabei. Ich sage jetzt zum Beispiel, da ist ein BMW i8 dabei. Ihr wisst, i8 Hybrid mit einem Dreizylinder, der klingt natürlich jetzt nicht so überragend, aber ich bin trotzdem gefahren. Aber da sind auch Fahrzeuge dabei, wie zum Beispiel ein getunter Mazda RX-7. Dabei ein vollgetunter GTR R34, der klingt übertrieben krank. Es ist dabei, wie gesagt, zum Beispiel ein 918 Spider habe ich ja schon angeteased. Es sind aber auch Fahrzeuge dabei, wovon Videos noch kommen, wie der AMG One wird nochmal ausgefahren werden. Sowohl da als auch dann nochmal in einem Video. Und es ist noch ein Auto dabei, was ich jetzt nicht verraten werde,
das Auto wird das letzte Video sein vor dem Fazitvideo. Ein Fahrzeug, was unglaublich ist, was es auch schon in Horizon 4 gibt, aber trotzdem unglaublich ist. Ja, mehr sage ich dazu nicht. So, ich glaube, das ist jetzt das Ende. Da gehen wir nochmal in Drohnenmodus. Und dann gucken wir uns das Fahrzeug nochmal an. Und ja, das war, wie gesagt, der kleine Appetizer. Und wie gesagt, ihr kriegt die ganze Woche jetzt noch Videos. Morgen wieder zwei an der Zahl. Morgen sogar wieder mit einem Doppelauto. Also wir gucken uns zwei Autos in einem an. Plus nochmal was ganz Verrücktes. Und ja. Da bin ich wieder. Hallo. Und Wi-Fi, Dankeschön für 5 Euro. In den Superchat wollte auch mal für die super Videos bedanken. Ja, ich bedanke mich bei euch. Der X7, das RX7 ist ein geiles Video aus mehreren Gründen. Ich will nicht zu viel wegnehmen, aber RX7 ist ein Teil, ist auch in dem Gameplay Tuning mit drin. Also ich habe 2 Videos gemacht mit Tuning auch, wo ich nicht nur rumgefahren bin, sondern auch Tuning gezeigt habe. Beim RX7 ist eines davon. Das Geile ist, ist der Moment, als ich mit dem RX7 aus dem Festival raus bin. Mehr sage ich nicht. Klar, es ist nur das Festival, aber das Festival in einer ganz besonderen Lichtstimmung. Es ist unfassbar. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wann ich den Stream mache. Vielleicht am Wochenende, vielleicht am Montag, also heute in einer Woche. Vielleicht auch schon Ende der Woche. Ich muss mal gucken, kann ich noch nicht sagen. Aber der Stream wird nochmal extra sein, zusätzlich zu den Videos. Zusätzliches Gameplay, Gameplay, welches man eben nicht in den Videos gesehen hat. Und ja, ich meine, ich kann ja noch mal gucken. Ich habe jetzt hier die komplette Liste da. Es sind, aber man sieht es gar nicht, wie lang das ist, ne? Schade. Aber es dürften, also es sind 18 Fahrzeuge, 18 Videoschnipsel, so wie der gerade eben. Und alle sind ungefähr 8 bis 13 Minuten lang. Jetzt kann man sich's ausrechnen. 18 mal 10, sage ich mal, sind 180 Minuten, macht 3 Stunden. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also ja. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, machen wir das. Das ist ein Stream, wo ich euch recht herzlich einlade, auch mit Fragen, wo wir dann einfach nur Fragen stellen oder ihr Fragen stellen könnt zu allem, zu Forza, zum Vergangenen, zum Kommenden. Wenn ich es beantworten kann, beantworte ich es. Und so würde ich es dann gerne machen. Ansonsten würde ich jetzt aber sagen, kommen wir hier zum Schluss. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde ein extra Video vielleicht nochmal machen. Und dann gucken wir mal. Jake, nee, in F12 haben wir nur den TDF in Horizon und der hat kein Bodykit. Auch der 812 Superfast hat kein Bodykit. Das kann ich schon mal verraten. Ich habe beide tatsächlich gehabt. Weil ich auch geguckt habe, was gibt's denn von Duke Dynamics, und habe ich gesehen, dass er ganz viele F12 Bodykits oder gemacht hat. Und ja, aber. Stimmt es, dass du Vater geworden bist? Nein, Louis, das ist der Mushroom, der Arnold hier auf dem Kanal, der ist Vater geworden. Ich bin der Ray. Die Nachricht kam von Mushroom. Wann wird der Stream circa starten? Ich kann es noch nicht sagen. Auf jeden Fall Richtung Wochenende oder kurz nach dem Wochenende. Also auf jeden Fall jetzt nicht morgen oder übermorgen oder so, aber ja. Deswegen, ja. Also vielen Dank an alle. Vielen Dank auch an die ganzen Donations und so weiter. Ey, vielen Dank für den Support. Ihr seid mega. Wie gesagt, die Ansprache vorher ging an ein ganz kleiner Teil von Leuten. Ihr wisst es, ihr wisst, die, die cool sind, und das sind die meisten hier, an die ging das gar nicht raus. Und deswegen, Herzchen geht raus. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend, eine fantastische Woche. Morgen geht's weiter mit 2 sehr coolen Videos. Ich sag nur, ist das ein? Ja, ihr wisst, wie es weitergeht, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht. So. Und Andi sagt auch, glaube ich, tschüss. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Tschüss.